Hallo liebe Radio Regenbogen Community, ich bin George Zamponidis und ich habe heute Besuch von Uwe. Und Uwe ist freundlicherweise nicht alleine gekommen. Uwe hat seine Freundin Curly dabei. Mhm. Curly ist ein ganz niedliches Tierchen, auch Vogelspinne genannt. Für viele ein ganz schreckliches Erlebnis, überhaupt nur eine zu sehen. Wir wollen heute ein kleines Experiment wagen. Ich bin auch gleich dran. Auf meiner Hand wird sie wahrscheinlich auch landen, wenn ich nicht zurückzucke im letzten Moment. Aber eigentlich geht es um Anne. Die hat so große Angst vor einer Vogelspinne. Wir wollen sie ja heilen, dass sie sich jetzt versteckt hat und vorm Studio steht. Anne, probier's doch mal. Komm doch mal rein. So, also ich stelle fest, Anne ziert sich noch ein bisschen. Für mich allerdings ist jetzt die Stunde der Wahrheit gekommen. Ich werde jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben ein Tierchen in die Hand nehmen, das auch ich nicht besonders sexy finde, muss ich sagen. Aber probieren wir es mal, Uwe. Genau. Ich hoffe, dass es so ist, wie du sagtest, und dass sie nicht beißt. Blindes Vertrauen. Nichts tut. Ist ein ganz liebes Tier. Ja. Auf jeden Fall. Aber sie wird nichts tun, wenn du ihr nichts tust. Oh. Es fühlt sich aber, und nimm sie mal wieder, es fühlt sich wirklich an wie so Wattebäuschen oder wie diese Wattepins, die man so hat. Und das krabbelt dann so über die Hand. Finde ich aber ganz cool. Machen wir euch nochmal. Curly, renn hier Runde. Curly, gib Gas, Curly. Ja, komm rauf auf die A5. Ah. Stau, oder? Ui, da hat es ein bisschen gezuckt gerade. Ich probier's. Anne muss ja nicht. Es geht ja nur darum, ihr die Angst zu nehmen. Naja, Anne muss ja nicht, ne? Nee, wirklich? Anne darf. Oh Gott. Das ist sehr schlimm für mich, aber ich versuche das jetzt. Tief durchatmen. Okay, kalte Hände sind kein Problem. Kein Problem. Nasse Hände sind auch kein Problem. Kein Problem. Curly ist auch Kummer gewohnt, das ist kein Thema. Kummer? Ja. Inwiefern? Ach, kalte, schwitzige, zitternde Hände. Vielleicht hat sie einen schlechten Tag heute. Nee. Hätte ich schon gemerkt, wenn morgen. Ja, sicher? Ja, wird sich schneller bewegen, wird versuchen, noch mehr wegzurennen und so weiter. Sie ist ganz das relaxed. Macht sie doch gerade. Nee, sie ist relaxed, sie ist auf Erkundungstour. So nennt sich das. Ich vertraue euch jetzt, okay? Absolut. Das Gegengift? Brauchen wir nicht. Super. Sie beißt nicht. Okay, nur ganz kurz, ja? Ja, ich nehme sie gleich wieder runter, versprochen. Oh Gott. Na komm, Anne, das schaffst du. Dieses helle da vorne, sind das ihre Augen? Nö, das ist Bällchen, das sind die Augen unten auf der Punkt hier. Mhm. Das sind die Äuglein. Okay? Mhm. Wow, super! Hey! Aber ich glaube, sie gibt kein Blut momentan. Okay? Nehmen Sie. Wow! Hey. Sehr gut! Wow! Super! Anne hat's geschafft! Geil gemacht! Oh. Fix und fertig! Aber ich hab's geschafft! Genau!